Hallöchen, liebe Freunde, Hallöchen YouTube, willkommen zurück zur Pokémon X Egglock Challenge. Mit mir Sephiron und diesen wunderschönen Pokémon da. Tja, wir sind hier in, warte mal, was war's? Reliviera City, ne? Und stehen kurz vor dem Stein-Arena-Leiter. Und heute, meine lieben Freunde, haben wir viel zu tun. So, denn wir müssen einerseits den Arena-Leiter besiegen, andererseits noch eine Route schaffen bis in die nächste Stadt. Oh, und bevor wir jetzt in die Arena reinlatschen, möchte ich noch ganz kurz etwas ansprechen. Keine Angst, Freunde, wir gehen gleich rein, keine Sorge. Ja, ich wollte mich nur noch mal ganz kurz bei euch bedanken, denn wir haben jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme 8652 Abonnenten. Ihr könnt ja mal das Video pausieren und auf die Kanalseite gehen und gucken, wie viel es ist, wenn dieses Video rauskommt oder wenn ihr das guckt. Mal schauen, was sich da so verändert hat. Das ist immer so ein bisschen spannend, ne? Das so ein bisschen zu verfolgen. Aber auf jeden Fall, um das geht es mir gar nicht, sondern eher um die View-Zahlen. Denn es ist ja so, dass, ich würde mal sagen, YouTuber mit so 10, 12, 13.000 Abonnenten vielleicht so um die 4.000, 5.000, 6.000 Views haben am Tag, ne, so täglich im Durchschnitt. Und vielleicht so Leute mit 30.000, 40.000, so 10.000, 12.000 Views, ne, am Tag. So, das ist so ein bisschen common, so. Die Hälfte, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht so 40, 30%, vielleicht auch nur 20%, wenn es ein bisschen mieser ist. Und tja, bei unserem Kanal ist es einfach mal ganz anders, denn wir haben zurzeit über 10.000 tägliche Aufrufe und das mit 8.500 Abonnenten. Also wir haben mehr Aufrufe, als wir Abonnenten haben und das ist einfach nur ultra krass. Und dieser Dank gebührt euch, Freunde, denn wenn ihr nicht wärt, dann würde das so ganz bestimmt nicht existieren, denn jeden Tag Wi-Fi-Battles verfolgen, eine Pokémon Egglock verfolgen, Super Smash Bros. Und vielleicht sogar noch Monster Hunter. Tja, das ist nicht selbstverständlich und solche Aufrufzahlen für so einen kleinen Anführungs- und Schlusszeichen-Kanal zu haben, ist einfach nur traumhaft. Leute, und danke, danke dafür. Ihr seid einfach nur wunderbar, ihr seid einfach nur unglaublich krass am Eskalieren und ich hoffe, dass es so weitergeht, dass euch die Videos so sehr gefallen, dass wir die Abo-Zahlen mit unseren View-Zahlen sprengen und das ist doch einfach mal geil. So, da bedanke ich mich an alle Leute, die natürlich jeden Tag Daumen hoch geben oder kommentieren oder ne, auch auf den Social Medias aktiv sind und, Leute, einfach nur krass. Ich habe letztens jemanden im Bus getroffen. Ich war ja, ich habe ja jetzt ziemlich krass gearbeitet, ne? Letztes Mal, als ich aufgenommen habe hier Egglock, ging es mir nicht so prickelnd, weil ich da halt extrem viel beschäftigt war und so, bla bla, ne? Wisst Bescheid. Jetzt habe ich den ersten Tag wieder frei nach den 1,5 Wochen Arbeit und kann so ein bisschen durchschnaufen. Und ich habe in dieser Woche, als ich arbeiten war, jemanden im Bus getroffen, der habe mich da irgendwie so angeguckt und ich stand halt so da mit meiner Musik, ne? Ich war so ein bisschen beschäftigt, war so ein bisschen mit den Gedanken bei anderen Sachen und da war so ein cooler Typ. Der hat mich so angesehen und ich habe mich gefragt, hey, warum, was ist mit dem, ne? Warum guckt er mich so an? Und der stellte sich heraus, dass es ein Follower war. Der kam zu mir und meinte, hey, ich bin Follower und so. Und das hat mich mega gefreut und er hat gesagt, er kommentiert zwar nicht sehr viel, denn ich habe ihn gefragt, wie er denn heißt, denn ich kenne, in der Regel kenne ich so ein bisschen meine Zuschauer, ne, die viel kommentieren, die kenne ich halt auch beim Namen und wollte deswegen wissen, wie er so heißt und er meinte, ja, er kommentiere nicht so viel, dafür ist er ganz ein gewiefter Daumengeber und ja, das freut mich extrem, denn
ne, auch danke an all die, die im Stillen bei uns sind und ne, sich auch so äußern oder einfach nur zugucken vielleicht, ne? Denn ihr gehört auch zu dieser Community, auch wenn ihr nicht der aktivste Teil seid, ihr gehört selbstverständlich auch dazu. Und diese 10.000 Aufrufe täglich würden wahrscheinlich nicht existieren, wenn ihr nicht wärt. Also was heißt wahrscheinlich? Die würden mit hundertprozentiger Sicherheit nicht existieren, wenn ihr nicht wärt. So, auf jeden Fall. Wow, wir outspeeden Rihorn trotz des Init-Drops. Alter Schwede. Okay. Und das war ein Crit. So, das ist der letzte Trainer vor dem Arena-Leiter. Und ich bin echt gespannt, wie das... wie das noch wird. Ja, übrigens, ich habe mal wieder Kommentare gelesen. Ich habe mal wieder Kommentare gelesen, Freunde. Und keine Sorge, es ist alles gut. Ich habe Ohrdoch getauscht. Zwischen der letzten und der... Wow, das Ding hat Robustheit. Okay, gut zu... Donnerwelle, ernsthaft? ich habe auf jeden Fall... Ich habe auf jeden Fall, das Ei getauscht, ne? Ich habe Ohrdoch gegen ein Tai gehauscht. Ein Ei getauscht. Oh, komm. Alter, was ist los mit dir jetzt? Und zwar in der dritten Box, in der fünften Leiste, das fünfte Pokémon? Kann das sein? Jo, auf jeden Fall hat's Natsu getroffen. Das zweite oder mittlere Pokémon von Natsu. In dieser Reihe waren Nicolette, Raquel, ich glaube, das wird Raquel ausgesprochen, denn es wird geschrieben Raquel und nicht Raquel. Denn Raquel ist für mich so ein Zeichen für Rachel, ne? Aber den Namen Raquel gibt's tatsächlich, denn das ist ein spanischer Name. Und dieses Raquel lässt mich darauf schließen. Ich könnte auch falsch liegen, ich könnte auch komplett falsch liegen, dann tut's mir auf jeden Fall leid. Aber auf jeden Fall, Nicolette und Raquel waren ebenfalls in dieser Sparte. Aber Natsu hat's gerissen und ja, jetzt haben wir ein Ei von Natsu bei uns in der Box, was wir demnächst mal schlüpfen werden. Alter, kannst du aufhören, paralysiert zu sein? Ja, oh shit, Alter. Ich sehe gerade, ich sehe mal wieder richtig scheiße aus. Ja, kennt ihr das, wenn ihr... so fast zwei Monate nicht beim Friseur wart und ihr allgemein nicht so topfit seid, ne, dann könnt ihr kaum in den Spiegel schauen. Ich glaube, die Phase hat jeder von uns mal, aber ich hasse mein Face gerade extrem. Oh Gott, das hört sich richtig schlimm an, aber hey, man kann sich ja nicht immer mögen, ne? Holy fuck, es ist hier wieder warm drin, ey. Huh. Wow, okay, und ich muss jetzt heilen gehen, weil wegen dieser beschissenen Paralyse. Das war nicht so cool. Ich will noch nicht zum Arena-Leiter, denn... ich will nicht mit einem paralysierten Scrafty gegen ihn antreten. Ich meine, ja, okay, Steinarena wird jetzt wahrscheinlich nicht das Allerschwerste sein, so. Aber... ne? Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst, was ich meine. So, ich will keine Chance. Ich will es nicht mehr herausfordern. Ich habe es bereits im zweitletzten Part mit dieser Aktion, würde ich jetzt einfach mal sagen, mit diesem Ausflug habe ich das ziemlich provoziert und leider ist es nicht so gut ausgegangen. Und deswegen, liebe Freunde, deswegen werden wir jetzt heilen gehen. So, ja, das waren die Sachen, die ich ansprechen wollte. Herzlichen Dank, Leute. 10.000 Views am Tag. Mit dieser Abonnentenzahl ist einfach nur krass. Da sind ein paar ganz große YouTuber neidisch, denn nicht mal die haben so gute Zahlen wie wir. Aber für das sind wir ja bekannt, für unsere krasse Community und für unsere potente Statistik auf YouTube und... ne? Das lässt einfach nur alle grün vor Neid werden. So, das haben wir angesprochen. Wir haben Ohrdoch angesprochen. Keine Angst, Freunde, ich habe Ohrdoch getauscht. Wir haben ein super cooles Ei bekommen von Natsu, was wir in diesem Part vermutlich noch ausbrüten werden. Auf dem Weg in die nächste Stadt nach diesem Arena-Leiter. Denn dieser Arena-Leiter ist der Arena-Leiter von der Steinarena. Und ich gehe schon wieder falsch, ey. Ihr spuckt bestimmt alle schon eure Bildschirme an. So, weil ihr wieder so einen Hass auf mich habt, weil ich immer, keine Ahnung, falsche Wege gehe und so, ne? Ja, das waren die zwei Punkte, die ich ansprechen wollte. Noch ein Punkt. Wir haben natürlich,
ein neues Pokémon bekommen in der letzten Folge, ne? Und ich freue mich einfach extrem, euch dieses Pokémon präsentieren zu dürfen. Es befindet sich zurzeit in unserem Team, aber bevor ich da weiter meine Worte darüber verliere, auf in den Kampf, wir werden es schon noch früh genug sehen. Ich habe dich schon erwartet. Also jetzt nicht dich im Speziellen, aber eben einen würdigen Herausforderer. Mein Hals, meine Arme und Beine habe ich ausgestreckt nach jemandem wie dir. What? Okay. Du hast die Steilwände bezwungen. Du hast, das allein ist bereits eine große Leistung. Ich werde also mit meinem langen Hals, sowie mit meinen langen Armen und Beinen... Ist das ein Sieger von dir sagen? Ne, was? Nun ja, beim Klettern sind Arme und Beine sicherlich von Vorteil, aber in einem Pokémon-Kampf? Wir werden es gleich sehen. Und es ist tatsächlich dieser Typ mit den Steinchen in den Haaren. Das ist der Arenaleiter. Dem sind wir ja schon mal begegnet. Dem lieben Lino, der Arenaleiter der Stein-Pokémon. So, und was er in den Kampf schickt, das werden wir jetzt sehen. Oh, stimmt, es ist dieses... Stimmt, er hat ja diese beiden Fossilien, ne? Amarino, ja genau. Und Balgoras, sowas, irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall Balgoras, Ich habe eine Idee, Freunde, ich habe eine Idee. Ich werde jetzt auf 100% Nummer sicher gehen. Ich werde nichts dem Zufall überlassen. Wir haben im vorletzten Part bereits gesehen, was passiert, wenn ich mal das Schicksal herausfordere. Alter! Was für ein Bodycheck, Mann. Okay, diesen vierfachen Fußkick wird er auf keinen Fall überleben. Und das war's mit Amarino. Da kommt der Hochmutsboost. Und jetzt gucken wir mal. So, Sternchen kommt ein Level höher. Purpur ebenfalls auf Level 19. Und da kommt das Balgoras, das ekelhafte Pokémon. Okay. Ich würde mal sagen, wir gehen für einen Gegenstoß, oder? Theoretisch müssen wir langsamer sein. Jo, da, oh, da kommt ein Stampfer. Ich habe übrigens allen meinen Pokémon eine Sinnelbeere gegeben, einfach aus dem Grund. Wow, er flincht mich. Ernsthaft? Ernsthaft? Fangen wir jetzt so an, oder wie? Okay, dann geben wir eben für einen Fußkick. Damit wir uns wieder ein bisschen entgegenheilen können. Alter Schwede, okay, wir sind durchgekommen. Und das reicht nicht. Er überlebt mit einem KP. What? Fuck, ich habe nicht auf die KP-Anzahl geachtet. Oh shit, Freunde. Merkt man, dass ich fucking müde bin? Ich habe bisher irgendwie gepennt. Irgendwie tendiere ich immer dazu zu pennen, bevor ich aufnehme. Und dann bin ich irgendwie, habe ich immer die Augenringe des Todes. Fuck, Alter. Wenn er jetzt nochmal mit dem... Wenn er jetzt nochmal mit einem Stampfer kommt, dann sind wir tot. Ja, okay, dann gehen wir eben zu Sternchen. Das Problem ist halt, er ist von Typ Drache und deswegen resistet er alles, was Sternchen kann. Außer Biss, aber Biss wird nicht viel machen. Wir müssen den Typen bedrohen. Er setzt einen... Oh, er setzt einen Hypertrank ein, Alter. Alter, ekelhaft. Okay, alles klar, dann gehe ich jetzt halt mal für Kulleraugen. Übrigens, das war auch noch sowas. Ja, ich habe die Kommentare gelesen, Freunde. Danke, ihr kleinen Glückscheißer. Nee, danke auf jeden Fall, dass ihr mich auf alles hinweist, ne? Auch das mit dem Ohrdoch und so, ich hätte es wahrscheinlich vergessen, wenn ihr das nicht in die Comments geschrieben hättet. Es reicht zwar, wenn ihr es einmal schreibt, aber hey, trotzdem ein Dankeschön von mir, dass ihr so, ich würde mal sagen, aktiv dabei seid und das Ganze verfolgt, ne, und das Ganze so guckt und so weiter, ne? Ihr wisst Bescheid. So. Wie gesagt, auch das mit den Kulleraugen. Ich habe mich da wohl versprochen oder eine Missinformation gesagt. Kulleraugen hat zwar Prio, aber
es senkt den gegnerischen Angriff nur um eine Stufe und nicht um zwei. Und, ne? That is effect. Jetzt ist die Frage. Alter, der Boilhelm Damage, ne? Ist real. Wir haben ihn jetzt um 5 gesenkt. Wir gehen nochmal für ein letztes Kulleraugen. Und dann schauen wir mal. Jetzt ist er auf minus 6 und sollte easy, easy down gehen. Ja, easy. Okay, wenn er jetzt für Biss geht, minus 6 Biss, was noch resistet wird. Er geht für einen Stampfer, okay. Alles klar. Wow, das macht gar nichts, Alter. Minus 6 for the win. Okay, dann gehen wir eben jetzt mal für eine Finsteraura. Oh, er outspeedet. Bitte kein Flinch. Das wäre sexy. Dankeschön. Und jetzt hauen wir eine Finsteraura raus und besiegen Balgoras. So. Wunderbar, Freunde. Wunderbar. Und somit besiegen wir Lino, den Arenaleiter. Vor mir ragt eine Ehrfurcht, einflößende Steilwand empor. Und diese Steilwand bist du. Na komm, halt's Maul und gib mir deinen Arenaleiterorden, ey. Deine Meinung interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht. Dankeschön. Und somit haben wir den zweiten Arenaleiterorden ergattert, Freunde. Den Wallorden. Okay. Felsgrab. Pokémon gehorchen uns bis Level 40. Alter, okay. Viele von euch haben gefragt, wo Bull, hier, Afro Bull ist, ne? Afro Bull habe ich jetzt einfach mal in die Box gesteckt, da wir bisher immer ein anderes Normal-Pokémon haben, wie zum Beispiel Chillabell oder Teddy Ursa. Und ich fand diese beiden Pokémon einfach ein bisschen mehr appropriate für eine Egglock. Ich meine, Afro Bull ist halt schon ein ziemliches Monster. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es mit Afro Bull ein bisschen zu einfach wird. Und deswegen habe ich den einfach mal zu Hause gelassen. So, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir haben hier zwei Eier in der Box. Und klar, ich werde Starbucks gleich wieder zurücknehmen und auch hier, ne? Warte mal, will ich Kazan oder will ich... Ne, ich will Zwiebelina ein bisschen leveln. Kazan lassen wir einfach mal zu Hause. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal die beiden Eier mit. Denn mit diesen beiden Eiern können wir noch, ich würde mal sagen, heute ein paar Eier schlüpfen lassen. So, ne? Logisch. Haben wir geheilt? Bin ich dumm? Ne, haben wir nicht. Ich bin fucking dumm. Ich bin nicht nur sehr, sehr vergesslich, sondern auch dumm. Dumm wie Brot. Oh, schaut euch mal diese Perspektive an. Wie kann man diese Perspektive eigentlich hervorrufen? Ist es random? Oder macht man das irgendwie mit einer, keine Ahnung, mit einer Tastenkombo oder so? Auf jeden Fall haben wir jetzt den Steinorden bzw. den Wallorden ergattert. Und können diese Stadt endlich verlassen. Das heißt endlich, wir sind ja eigentlich erst gerade angekommen. Aber Reliviera ist so ein Ort, der mich jetzt nicht ganz so flasht. Ich bin jetzt nicht so der Reliviera-Fan, aber was ich Fan bin, ist Fahrrad-Fan. Oh, 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 willkommen! Immer schön reinspaziert! Okay. Das nenne ich perfektes Timing. Du bist unser 10.000 erster Kunde. Ha, was für ein Zufall, Freunde. Wärst du Nummer 10.000 gewesen, hättest du ein Fahrrad geschickt. Oh. Da du nur aber ganz knapp an diesem tollen Gewinn vorbeigeschrammt bist, bekommst du eine zweite Chance. Wenn du folgende Quizfrage richtig beantwortest, hat... Also, gibt es Fahrräder auch in verschiedenen Farben? Da hinten stehen gelbe und grüne Fahrräder, also denke ich mal, ja... Okay! Ich bin mir sicher, das Fahrrad wird bei dir im... What? Das war's? Okay, in Ordnung. Was nehmen wir denn für ein Fahrrad, gelb oder grün? Gelb oder grün? Alles was 1 ist, ist gelb. Alles was 2 ist, ist grün. 3. Ups. Hoppala. 2. Okay, wir nehmen grün.
Auch wenn Gelb früher als Kind meine Lieblingsfarbe war, na, es ist eigentlich immer noch. Es muss nur ein schönes Gelb sein, ne? Nicht so ein ekliges Gelb wie das hier, sondern halt so ein helles, schönes Gelb. Mittlerweile ist meine Lieblingsfarbe ja Blau, so hellblau und Gelb. Finde ich die schönsten Farben überhaupt. So, Gelb ist einfach nur so voller Lebensfreude und Schönheit. Und Blau ist einfach so elegant und stylisch. Und Orange ist so warm. Und so, Orange ist auch eine schöne Farbe. Und Rot natürlich die Farbe der Liebe. Ne? Eigentlich sind alle Farben schön. Okay, Freunde. Wow. Das hat ja mal gar nicht lang gedauert. Und wir werden jetzt ein weiteres Ei schlüpfen. Ich frage mich, was daraus schlüpfen wird. Wir haben leider Puggy heute nicht dabei. Der schläft nämlich irgendwo da hinten. Und deswegen müssen wir das Pokémon alleine begrüßen. Und das ist ein Duokles. What? Also ein Gramokles. Sorry. Duokles. Gramokles. Wow. Okay, cool. Das ist ein Sixth-Gen-Pokémon, was wir auch in diesem Spiel hätten fangen können. Habe ich das richtig geschrieben? An alle Zelda-Fans, tut mir leid, falls es nicht richtig geschrieben ist. Aber wir nennen unser Gramokles einfach mal Hyrule. Ne? Denn er ruled. Gramokles ruled. Gramokles ist so cool. Ja, diese Trainer habe ich beide schon besiegt, um ein, zwei Level zu gehen. Hat sich nicht gelohnt für eine Grinding-Montage. Will ich auch wieder mal machen, eine Grinding-Montage. Zumal wir ziemlich schwache Pokémon am Start haben zurzeit. Denn hier in der Wiese gibt es Pokémon, die sind auf Level 21. Und das sind knapp unsere stärksten Pokémon, ne? Die sind jetzt auf 25. Also ihr seht, wir sind schon ziemlich krass underleveled. Und deswegen würde sich eine Grinding-Montage auf jeden Fall wieder mal anbieten. Hier habe ich übrigens die Hirntafel gefunden. Aber, ne, wow. Oh, wow, wow, ich wollte eigentlich nur den Typen ansprechen, aber das zweite Ei schlüpft ebenfalls. Und es wird sein, ein Gramokles und ein... Oh, krass, ein Traumfugil. Oha. Also wir haben gerade zwei Geist-Pokémon bekommen. Alter, okay, wie nennen wir Traumfugil? Wie könnten wir das nennen? Wie könnten wir ein Traumfugil nennen? Wow, das ist wirklich schwierig, vor allem weil das Traumfugil männlich ist. Denn in der Regel hat man ja so weibliche Traumfugil, Traummagil, ne? Da es so ein bisschen eine Hexe ist. Wow, das ist wirklich schwierig. Das ist wirklich schwierig. Wir nennen sie, oder wir nennen ihn, kennt ihr Blue Fire? Das ist eine Achterbahn im Europa-Park. Meine Namen werden immer beschissener, Alter. Aber okay, wir haben Blue Fire. Denn sie funkelt so ein bisschen wie ein blaues Feuer, ne, so ein bisschen mysteriös. Auf jeden Fall haben wir jetzt Blue in der Party. Ich würde einfach mal behaupten, Gramokles legen wir an der Stelle mal ab. Denn, wir gucken uns mal die beiden Pokémon an. So. Hier ist Blue Fire. Mit Schwebe, was eine sehr, sehr nützliche Fähigkeit ist. Und Psybele ist auch nicht von schlechten Eltern. Und das Ding hier, wow, es ist sogar, es hat sogar ein hartes Wesen. Es ist eigentlich schon fast eine Schande, Hyrule nicht zu verwenden. Aber ich finde, für eine Pokémon X Egglock würde sich ein Traummagil irgendwie besser anbieten, oder? Was denkt ihr?
Ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben, ich werde mir die Kommis durchlesen und dann je nachdem mitnehmen, was sich halt gewünscht wird. Ich persönlich finde, dass Bluefire zurzeit der coolere Encounter ist, beziehungsweise das coolere Pokémon für diese Nuzlocke. Gute Frage, was nehmen wir denn jetzt mit? Was nehmen wir mit? Soll es Starbucks sein? Oder soll es... Ja, komm, Starbucks soll es sein. Starbucks soll es sein. Starbucks soll es sein. Wir lassen Kasan und Hyrule einfach mal zu Hause. Tut mir leid, Freunde. Ich bin ein bisschen müde. Ein kleiner Anfall an Müdigkeit gerade. Alter, wo ist denn mein... Hier ist mein Wasser. Okay. Okay, Freunde, wir brechen auf mit neuen Pokémon in eine neue Stadt. Auf dem Menhirweg. Und ich habe schon gesehen, da vorne sind ein paar ganz zwielichtige Gestalten. Oha, wenn man vom Teufel spricht. Nanu, die kenne ich doch. Nur, dass du es weißt. Diese Steine haben es in sich. Diese 3000 Jahre alten Trümmer sind nämlich... was sind sie eigentlich genau? Ach, vergiss es einfach. Auge um Auge, Fossil um Fossil. Ich nehme jetzt gepflegt Rache an dir. Ja, komm mal her, du kleiner Schlunki. Team Flair Rüpel mit einem Hunduster. Okay. In Ordnung. Mit Hunduster habe ich gar keine Probleme, wenn ich ehrlich bin. Die Sache ist halt die, wir können keine anderen Pokémon einsetzen, außer Starbucks, genau. One-Inch-Punch und Sternchen, weil ich nur mit den beiden sehr effektiv treffe. Was irgendwie ein Problem ist. Oh, da kommt Smog. Bitte keine Poison. Dankeschön. So, jetzt hoffen wir, dass wir outspeeden. Jo, tun wir. Und der Stab-Fuß-Kick müsste reichen. Ja, tut er. Und das war's mit Hunduster. Da kommt der Hochmutsboost und was auch immer da reinkommt, wird keine schöne Zeit haben. Oh, stimmt, Bluefire kommt jetzt ein paar Level weiter. Ich vergesse das immer, wenn man irgendwie sich so Eier tradet und so, ne? Dass das erstmal richtig hart zur Sache geht. Und das wird ja immer schlimmer, je weiter wir kommen. Oh, er lernt Groll, okay. Golbat, okay. Dann gehen wir einfach mal für einen Eishieb, für einen plus 1 Eishieb, der sehr effektiv treffen sollte. Fußkick wird leider vierfach resistet. Evolit, physisch defensives Evoliten Golbat, Freunde, ist der maximale, absolute Counter für alle Kampf-Pokémon. Ne? X-Bat ist ja schon absolut krass, um Kampf-Pokémon auszukontern, aber Evoliten, Golbat, physisch-defensiv, das bringt ihr nicht tot mit Kampf-Pokémon. Das ist unmöglich. So. Das war's mit dir, du behinderter, beschissener Team Rocket. Team Rocket? Team Flair Rüpel. Hoppla, eine Niederlage jagt die nächste. Man könnte glatt meinen, du seist kein gewöhnlicher Pokémon-Trainer. Okay. So. Tja. Ja. Roger, okay, wird erledigt, Boss. Der Hololog ist schon ein tolles Maschinchen. Mit diesem Ding kann man sich ganz gepflegt die neuesten Anweisungen von oben besorgen. Der Erfinder des Holologs war sicher selbst ein gepflegtes Individuum. Aber egal, ich mach jetzt erstmal ganz gepflegt die Flatter. Ja, dann flatter mal weg, du kleiner Pisskopf, sonst flatter ich dich weg. So. Okay, Freunde, ich würde aber sagen... Das reicht auch wieder für diese Folge. Ich weiß, es ist eine kürzere Folge heute geworden. Beim nächsten Mal, in der nächsten Folge, Freunde, werden wir die nächste Stadt erreichen und mal gucken, was da genau so los ist mit diesen Team Flair-Rüpeln. Denn da werden wir erfahren, ja, was so ihre Ziele sind und warum sie das tun, was sie tun und vor allem... Naja gut, zu viel Spoilern will ich auch noch nicht. Okay, Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Ich danke euch für die ganzen Daumen. Ich habe es in diesem Part am Anfang schon angesprochen. Ohne euch wäre der Kanal nicht das, was er wäre. Lasst uns mal wieder die 300 Daumen knacken. Wie nichts anderes, ne? Wie Walnüsse. Ich sollte dem JBB beitreten. Nein, soll ich nicht.
Ja, Freunde, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer Sephiron und tschüss.